Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meiner Laufbahn als Dragstep habe ich so einige Dinge geheidert. Lustige Dinge, dämliche Dinge, verrückte Dinge und seltsame Dinge. Aber nichts davon war jemals so schräg, kaputt und wahnsinnig, dass es den Untergang eines ganzen Bundeslandes hätte herbeiführen können. Heider übertreibt mal wieder im neuen Geheidert, Spretzel, Spretzel. Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es begab sich vor einiger Zeit, da wurde vom Tourismusmarketing Niedersachsen ein Video veröffentlicht. Ein Werbevideo für Niedersachsen, das irgendwo zwischen totaler Satire und What the fuck liegt. Der langen Rede gar keinen Sinn. Bühne frei für Urlaub in Niedersachsen, anders als du denkst. Ja, da haben wir so einen kleinen Leo Marscher Gedächtnis-Gag erlaubt. Weiter. Wann sind wir endlich da? Ich muss mal. Ich hab kein Netz mehr. Okay, wir haben also folgende Ausgangssituation. Genervter Sohn, genervte Tochter, genervte Mama und Papa, der Mamas Frisur geklaut hat? Ja, und keiner hat Bock auf Niedersachsen. Na, wenn sich das nicht bald ändert. Auch wenn ich mich gerade frage, warum man dann überhaupt dorthin fährt. Ja, vielleicht sind ja da die Haarstudios günstiger oder was weiß ich. Ich will nach Hause. Echt jetzt? Urlaub hier? Kennt ihr eigentlich diese französischen Slasher-Filme? Genauso laufen die nämlich auch immer ab. Stadtfamilie fährt aufs Land, entdeckt Inzestsippe. Papa kriegt einen Herzinfarkt, Mama wird entführt, Sohn zockt und kriegt nichts mit. Rape Franzmann will alle umbringen und essen. Und die Anti-Heldin-Tochter knallt ihn am Ende ab. Achtung! Okay, doch nur ein Handy. Endlos Himmel, lange Zeit, raues Wesen, Einsamkeit. Okay, es wird also ein Musikvideo. Damit kann ich arbeiten. Womit ich allerdings nicht arbeiten kann, ist diese Möwe, aka der größte Scheiß seit der Erfindung des After-Chili-Stuhlgang-Wettbewerbs. Diese Möwe ist das traurigste Stück Effektgeschichte seit der Erfindung des indischen Schlitterpferds. Und dann ist das Ding auch noch so weit von CGI entfernt wie ich von Bartwuchs. Das ist ein 2D-Bild von einer Möwe, die man mit billigsten Mitteln einfach nur quetscht und zehrt. Fast wie in der Massentierhaltung. Gesellschaftskritische Heide. Wenn das Meer euch wild umtost, atme Seele Freiheit Trost. Geht schon los. Ihr wollt Niedersachsen präsentieren und deswegen packt ihr eure Darsteller nicht nach Niedersachsen, sondern vor einen Greenscreen. What you no sense making? Warum wirkt Haarunfall Papa so, als würde sich der Sänger im Off an seinem Sprössling vergehen? Warum verschüttet er sein Glas? Warum existiert dieses Video? Ah, Schnitt. Okay. Oh, der Papa schaut beim Radeln aber auch aus, als hätte er am Vortag bei die 12 Halbe doch eine schlechte erwischt. Zu lichten Höhen tiefster Kluft. Warum zur satanischen Waldlichtung wieder Greenscreen? Packt eure Scheiß Darsteller doch vor Ort vor die Kamera und warum? What? Aber wenn ihr die beste darstellerische Leistung in diesem Video sehen wollt, bitteschön. Für diese Zeit, er sei auch dein. Das hier ist Gold wert und vor allem lässt sich diese Reaktion überall verwenden. Ein Mensch ist entweder Frau und Mann. Naja, ist jetzt auch egal. Jedenfalls... Moment. Nochmal. Was macht der Vater da im Hintergrund? Ist das ein Outtake, der aus Versehen drin gelassen wurde? Oder stand das so im Skript? Oder hat sich der Vater nach einem 8-wöchigen Drogenrausch in der Wüste und den schlechtesten Haarstudios Nordosteuropas dazu hinreißen lassen, die Produzenten mit vorgehaltener Waffe davon zu überzeugen, dass er mindestens eine einsekündige Ausdruckstanzszene im Video haben will, weil er sonst in die Klimaanlage kackt? Wenn die Heide lila glüht, sind wir um dich stets bemüht, lauf dich frei im Schäfersland. Okay. Die Schwester ist jetzt also ein Schaf. Ihr Bruder ist jetzt ein Bock, der mit einem anderen Menschenbock rumbockt. Warum? Ich weiß es! Aber hey, da kommt der Sänger im besten Exhibitionismus-Gedächtnis-Outfit und nimmt den Bock mit!
Ja, und danach kommt eigentlich nichts mehr großartig Seltsames. Eine kleine Tanznummer in der Innenstadt, Mama und Papa haben sich wieder lieb und am Ende sind alle glücklich. Oh, ja gut, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar die eine Sache, als der Sänger uns ein Eis anbietet, die Sandburg der beiden Kinder beim Tanzen kaputt tritt, urplötzlich singende Fische auf seiner Schulter auftauchen und Mami und Papi beschließen, im Sand wie die wahnsinnigen Petting zu machen. Wahrscheinlich sogar Heavy Petting! What the fuck, Tourismus Marketing Niedersachsen? Ich meine, vergesst nicht, das ist ein Marketing-Video. Das ist kein Video, das von ein paar Crackheads in einer zum Meth-Labor umfunktionierten Garage gedreht wurde. Dieses Video ist ein offizielles Tourismus-Video für Niedersachsen. Das wurde so durchgewunken. Da hat jemand bezahlt für. Ne? Also nicht mit seinem Leben, hoffe ich. Und deswegen... Fazit! Ja, was soll ich sagen, wenn ein Video, in dem Fische plötzlich zu singen beginnen, Böcke zum Rape-Wochenende entführt werden und Eltern sich vor lauter Geilheit im Sand wälzen und das alles nur dazu dient, Niedersachsen für Touristen ansprechend zu gestalten? Thema verfehlt. Aber 10 von 10 gefickten Böcken. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Klickt doch gleich in diese Videos rein. Besonders in das hier. Das ist mein letztes Video. Da bin ich auf eure Photoshop-Montagen von mir eingegangen. Es ist super. Und vergesst niemals. Oh ja, macht es gut. Bis bald und Heider!